Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen. Doch sie ist von dem Schiff. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis und muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Er hat vor, das ganze Land zu kaufen, auf dem mein Dorf steht. Und ohne die Zustimmung meines Volkes. Zweifellos finanziert der Profit dieser kleinen Schmuggeloperation den Ankauf. Für die Schmuggler ist sie eine Wohltat, diese Teesteuer. Ich wette, dieselben Männer, die die Steuer erheben, verkaufen den Tee. An der Bühne verlangt nach Spektakel und ich kenne das Stück. Connor, geh zurück zu den Docks und sorg für die Zerstörung des Tees. Wenn du uns brauchst, komm wieder her. Okay, wir verlassen das Lokal. Und das ist wirklich ein Kapitel, den es in unserer Geschichte, beziehungsweise in der Weltgeschichte, tatsächlich gegeben hat, was jetzt folgen wird. Aber okay. Entschuldigung. Pass auf, Mann! Okay, Limit für Einsätze von Feuerwaffen. 0 von 6, okay. Die Stapel mit Schmugglerware, was stand da? Ich hab's nicht ganz gesehen. Den Schmuggler abfangen und ihre Schmuggelware zerstören. Ja, das sind natürlich immer noch die Nebenziele. Ich guck grad mal eben, ob wir das eine Ziel noch haben. Nee, okay, wir dürfen jetzt ein höheres Limit erlangen. Dann würde ich sagen, töten wir hier mal eben die Steuereintreiber. So, sehr schön, gar kein Problem. So, den nächsten nehmen wir direkt mit, den nehmen wir auch mit, den nehmen wir auch mit. Komm her, so. Okay, noch mehr. Au. Oh. Oh, da haben wir die Breitseite voll abbekommen. Wir müssen weg hier. So. So. Okay, wir haben es geschafft. Sehr schön. Meine Güte, war das schwierig. Wir müssen hier entkommen. Ganz schnell. Oh Gott. Okay, Grenze 1 von 6. Das war eigentlich ungewollt zu schießen. So. So, sehr schön und so. Okay, die müssen wir, glaube ich, entwaffnen. Jo, die müssen wir entwaffnen. So, und dann haben die auch wieder keine Chance. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir inkognito werden, Leute. Und schon gescheitert. Meine Güte, wer sieht uns denn die ganze Zeit? Oh Mann, ist das schwierig. So, weg hier. Was in diesem Spiel wirklich, das möchte ich mal eben betonen, etwas schwieriger ist als in den Vorgängern, ich weiß nicht, wer uns da jetzt gerade wieder gesehen hat, ist, dass
entkommen, wirklich. Man wird hier von so vielen Leuten angestarrt, es ist so schwierig, inkognito zu werden. Könnt ihr euch nicht vorstellen. So, wir warten kurz, bis wir wieder sicher sind. Warten, bis die Wache vorbei ist und dann bestechen wir hier den guten Ausrufer. Das gibt's doch nicht. Ich hab B gedrückt, Mann. Das gibt es nicht. Und hier ist wieder alles voller Gegner. Okay, wir laufen. Ja, komm, du willst jetzt sterben. Das hast du jetzt davon. So. So. Meine Güte. So. 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 Na komm, jetzt stirbt einer von denen. Guckt hin. So. Na komm schon, greif mich an. Das gibt es doch nicht. Wie viele hier wieder sind. Unglaublich. Unglaublich. Mann, oh Mann. Ich hoffe, die finden uns jetzt nicht. Unglaublich. Ihr seht das schon. Hier sind nämlich deutlich mehr Wachen aktiv als in Assassin's Creed. Als in allen Vorgängern. Das ist wirklich Wahnsinn, wie das hier gemacht ist. Und manchmal wird man aber auch gesehen und ich verstehe einfach nicht, wo diese Gegner stehen. Da zum Beispiel. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Verstehe ich nicht. Mann, oh Mann. Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen irgendwie zu einem Zeitungsverkäufer kommen. Beziehungsweise zu einem Ausrufer. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Ja, die sind hier rundum überall. Aber die Sache ist, wir dürfen natürlich nicht gesehen werden, während wir da hingehen. Das gibt es doch nicht. Habt ihr das wieder gesehen? Was soll denn das? Unglaublich manchmal. Wirklich unglaublich. So, hoch da. Wir sind nicht inkognito. Wir müssen hier aus dem Steckbrief abreißen. Schnell, schnell, schnell. Inkognito. Oh, Leute, Leute, Leute. Puh. Immerhin geschafft. Das finde ich sehr schön. Huiuiui. Den Schmuggler abfangen und ihre Schmuggelware zerstören. Okay. Okay, okay, okay. Befreiungsmission ohne Ende hier mal wieder. So, die Steuereintreiber loswerden. So. Drei von drei. Sehr schön. Wir flüchten, sind immer noch inkognito. Wir sind nicht mehr inkognito. Boah, okay. Das war ganz knapp, aber noch geschafft. Wir sind wieder inkognito. Sehr schön. Okay. So. Wir laufen jetzt mal zum nächsten Ziel, 200 Meter. Das soll jetzt mal reichen an Befreiungsmission. Meine Herren, ey. So. Schön hier oben lang, dann kommen wir auch nicht unten mit den Wachen in Kontakt.
Außer jetzt. So. 100 Meter. Ich gucke mal kurz auf die Karte, ob hier in der Nähe ein Aussichtspunkt ist. Nein, ist nicht. Okay. Dann gehen wir hier Richtung Hafen, wie es aussieht. Dankeschön. Dankeschön, dass dieses Sperrgebiet so früh angezeigt wurde. Jetzt habe ich gerade die optionalen Ziele nicht gesehen. Pulverfässer nutzen, um Schmugglerware zu zerstören. Limit für Einsätze von Feuerwaffen. Okay, sind jetzt inkognito, das ist schön, aber freuen ist anders. Was muss ich denn vernichten? Was muss ich vernichten, Leute? Ich muss mir scheinbar ein Fass nehmen. Darf ich gesehen werden? Das wäre meine Frage, die ich gerade habe. Wir nehmen uns das Fass. Ach, okay, hier. Nee. Was soll ich denn bitte kaputt machen? Ich verstehe nicht. Moment. Ah, da vorne. So, kommt her. So. Okay, wir nehmen uns das Fass und bringen das hier hinten zu dem Stapel. Alles klar, jetzt verstehe ich's. India Tea Company oder was? So. Achso, wir müssen noch nachladen. So. Schnell die Pistole durchladen. Sehr schön. Und wir feuern. Okay. Die Mission könnten wir eigentlich ohne Probleme volle Synchronität abschließen. So. Connor, was machst du da? So. Wo haben wir hier das nächste Sprengfass? Ja, was wollt ihr? Wollt ihr sterben? Ja, okay. Kann ich euch bei helfen? So. Gar kein Problem. Oh, da war noch einer. So, ah, das Fass liegt da schon. Das ist sehr praktisch. So. Schnell nachladen. Sehr schön. Oh, und damit haben wir jetzt schon 2 von 3 mit Sprengstoffen vernichtet. Heißt noch eine. Dann haben wir es geschafft. So, und die ist da hinten. Der Stapel Schmugglerware. So. Okay, ich sehe hier gar keine Wachen. Nein! Oh! Wow, das war ungewollt. Falsche Taste gedrückt. Uiuiui. Boah, habe ich mich erschrocken, Leute. Falsche Taste. Wir laden nach. Jetzt lag nicht, hier ist kein Sprengfass mehr. Wegen meiner... Ah ne, hier liegt noch eins. Alles klar. Boah, hab ich mich erschrocken, Leute. Ich habe statt BY gedrückt. Meine Herren. So, wir legen das Fass dahin. Ein bisschen Sicherheitsabstand und feuern. Jetzt stirbt der Typ da, oder? Sorry. Okay, es müsste doch gewesen sein. Ganz genau. Sehr schön. Und Bezirk vom Einfluss der Templer befreien. Okay. So, wir machen mal eben den Wegpunkt weg, den ich da irgendwie gesetzt habe. Und gehen zurück zur Zielmarkierung. Wir dürften noch einmal schießen. Das sparen wir uns aber. Wir wollen gar nicht auf Risiko gehen. Stattdessen würde ich persönlich gerade lieber
Ach, wir sind inkognito. Okay, sehr schön. Was ist das hier für eine Befreiungsmission? Ich habe nichts gemacht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. So, auf Johnsons Spur. Sequenz 6. Sehr schön. Mission beendet. Voll synchronisiert. Besser kann es nicht sein. Außer den einen Fail natürlich. Das ist wirklich ordentlich in die Hose gegangen. Ey, ich habe nichts gemacht. Lass mich in Ruhe. Ich glaub's ja wohl. Sie wollen mir in den Kragen, ey. So, mit Stefano reden. Das machen wir aber erst im nächsten Video, denn das war's an dieser Stelle mal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein. Macht's gut. Bis dann.